Reisende aus ganz Deutschland gekommen waren, um gegen die Corona-Schutzmaßnahmen zu protestieren. Die Gerichte hatten das ursprüngliche Demonstrationsverbot der Stadt ja gekippt. So konnte die Abschlusskundgebung stattfinden. Die Demo davor musste die Polizei jedoch auflösen, weil viele Auflagen missachtet wurden. So sollte der Veranstalter dafür sorgen, dass Mindestabstände eingehalten werden, mit weiträumigen Absperrungen und entsprechenden Lautsprecherdurchsagen. Auch 900 Ordner und 100 Teams, die Konflikte verhindern sollten, waren Teil der Regeln. Eine Maskenpflicht gab es zunächst nicht. Aus Berlin berichtet Stefanie Gargosch. Mein Kollege Carsten Behrendt ist für uns in Berlin. Carsten, guten Abend. Wie ist Ihr Eindruck? War die Stimmung sehr aufgeheizt? Demo Anfang August gab es ja riesige Unterschiede bei den Zahlenangaben. Die Polizei sprach von 20.000, die Teilnehmer von Millionen. War das heute auch so? Vielen Dank für die Einordnung, Carsten Behrendt. Schauen wir auf die Corona-Lage in Deutschland. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen geht leicht zurück. Und wir schauen noch auf weitere Zahlen der Pandemie. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind seit März in Deutschland 9.289 Menschen in Verbindung mit dem Virus gestorben. Insgesamt haben sich fast 241.000 Menschen angesteckt. Die meisten gelten als genesen, doch es gibt auch Fälle, die auch Monate nach der Krankheit noch mit den Folgen kämpfen. Fabian Köhler berichtet. Im Kampf gegen das Virus sind die Gesundheitsämter besonders wichtig. Sie müssen Infektionsketten erkennen und unterbrechen. Sonst könnte die Lage außer Kontrolle geraten. Angesichts neuer Corona-Hotspots in Baden-Württemberg arbeitet das größte Gesundheitsamt des Landes schon jetzt am Anschlag. Mehr dazu von Petra Otto. Wichtig ist, wäre das. Sicher ist, die Corona-Krise kostet den Staat Milliarden. Angesichts dieser Belastung kündigte der SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Scholz nun an, dass eine Regierung unter seiner Führung die Steuern für Besserverdienende erhöhen wolle. Es müsse klar sein, dass Leute, die ein paar hunderttausend Euro verdienten, einen höheren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten könnten. Die Linke steht personell vor einem Umbruch. Nun hat auch Bernd Rieksinger bestätigt, dass er das Amt als Parteivorsitzender aufgeben wird. Er sehe für seine Partei die Zeit für einen Generationswechsel gekommen. Zuvor hatte bereits Katja Kipping mitgeteilt, nicht wieder zu kandidieren. Beide hatten 2012 den Parteivorsitz gemeinsam übernommen. Normalerweise machen Männer Revolutionen, hat die belarussische Oppositionelle Tichanowskaja gesagt. Aktuell sieht die Realität in ihrem Land aber anders aus. Nach Brasilien, wo der Streit um ein noch strengeres Abtreibungsrecht das Land spaltet. Die Frauenministerin dort setzt sich vehement für ein radikales Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen ein, was zum Beispiel bedeutet, dass ein vergewaltigtes 10-jähriges Mädchen gezwungen werden sollte, das Kind auszutragen. Unter dem Einfluss der Evangelikalen hat Brasiliens Regierung nun die Abtreibungsgesetze ein weiteres Mal verschärft. Peter Theisen. Nach einem langen Corona-Schlaf erwacht die Kunstwelt New Yorks zu neuem Leben. Die Museen öffnen wieder, darunter auch das Metropolitan. Dream Together prangt an der Fassade. Ein Werk von Yoko Ono und Appell, positiv in die Zukunft zu schauen, trotz Krise. Für die Besucher hat die neue Normalität in Corona-Zeiten etwas Gutes. Sie können große Werke wie von Monet oder Van Gogh nun ohne Gedränge genießen. Johannes Hanau. Heute hat in Nizza die 107. Tour de France begonnen und damit zu dir, Norbert. Ja, und das alles unter strengen Pandemieauflagen. Also Fritz-Walter-Wetter, würde man im Fußball sagen. Im Fußball, okay, also Regen als Glücksfall. Der Deutsche Wetterdienst warnt allerdings vor ergiebigen Dauerregen an den Alpen. Wie es sonst morgen so aussieht, erfahren Sie gleich von Özdemir Terli. Das war's für diesen Samstag. Danke für Ihr Interesse. Das Heute-Journal mit Christian Sievers, heute erst um 11:15 und uns gibt's morgen wieder um 7. Einen vergnügten Samstagabend wünschen wir. Tschüss.